Ja, es geht jetzt darum, die Spurpunkte von zwei Ebenen zu rechnen. Wie rechnet man denn die Spurpunkte von dieser Ebene hier? Wie macht man das? Ja, bitte. Also wir setzen immer nacheinander für 2 der x 0 ein. Also ich setze die beiden zu 0, habe dann 3x1 gleich 6. Und was kriege ich dann da raus? Letzte Reihe bitte. Und welchen Spurpunkt kriege ich dann? Welchen Spurpunkt? Dritte Reihe? 2-0. Ja, ich habe also x2 und x3 0 gesetzt. x1, der heißt S1. Der Spurpunkt S1, weil es quasi mit der Ebene x2 gleich und x3 gleich 0 ist, also mit der x2, x3 Ebene. Deswegen heißt der S1. Toll, egal. So, gehen wir zum nächsten. Wie geht das nächste, bitte? Ja, bitte. x1 und x2 sind 0. Ja, ich mache erst x1 und x3, also die beiden. Ja. Gut, da habe ich nicht zugehört. Und was kriege ich dann raus? Und S2 ist dann? 0,3,0. Jawohl. Und der nächste, der letzte, jetzt machen wir die ersten beiden zu 0. Letzte Reihe bitte. 0,0,3. 2x3 gleich 6, daraus folgt x3 gleich 3. Und Sie bekommen S3, 0,0,3. Wenn Sie eine Ebene zeichnen sollen, rechnen Sie bitte die Spurpunkte aus. Das war der erste Punkt. Kam im Abi dran, ich habe es nicht geglaubt, ist trotzdem passiert. So, jetzt fange ich an zu zeichnen. So, ich habe hier x2. Bitte bei einer Zeichnung wichtig, die x1-Achse geht immer so schräg nach unten. Ich habe auch schon andere Fälle gehabt. Das muss ich abziehen. x2 nach rechts, x3 nach oben. Schreiben Sie bitte überall die Zahlen x1, x2, x3 dazu und schreiben Sie eine Einheit hin. Wichtig bei der Einheit ist, dass die Einheit in x1-Richtung verkürzt ist. Es ist keine richtige Projektion, trotzdem muss das kürzer werden. So, wir haben S1, 2, 0, 0, der ist hier. Das ist der S1, dann habe ich S2, 0, 3, 0, der ist hier und hier den 0, 0, 3. Das sind meine drei Spurpunkte. Als nächstes verbinde ich die Spurpunkte mit möglichst geraden Linien. Das hier ist das Spurdreieck und dieses Spurdreieck soll die Ebene 3x1 plus 2x2 plus 2x3 gleich 6 symbolisieren. Also wenn die sagen, zeichnen Sie die Ebene, dann heißt es Spurpunkte rechnen und das Ganze so einzeichnen. Machen wir das nochmal. Wir haben jetzt die C. Was ist bei der C der S1? Hier, letzte Reihe bitte. 600. Genau, also. Das ist der S1, der S2. Der S2, letzte Reihe. 0-2. Jawohl. Und der S3, der S3, ja bitte? 002. So, jetzt haben Sie die Spurpunkte, das kriegen Sie sofort hin. Ich glaube nicht, dass Sie unbedingt da eine Rechnung machen müssen. Aber im Zweifel, wenn Sie mit Ihrer Zeit nichts anzufangen wissen, dann machen Sie es. Und in jedem Fall sollten Sie die Spurpunkte aufschreiben. So, und dann zeichnen wir wieder das Achsenkreuz. Also wie gesagt, wichtig an die Achsen, Pfeilspitzen und x1, x2, x3 hinschreiben. Vielleicht brauche ich die kleine Einheit, 2, 4, 6. Also das heißt, ich definiere, dass hier 6 ist und hier 2. Und beim S2 habe ich minus 3, der ist dann hier. Und der S3 ist 002, der liegt so. Also das heißt, hier wäre auch 2. Also mindestens eine Einheit. So, dann markieren wir die Spurpunkte. Habe ich hier den ersten, S1, der S2 und der S3 und dann sieht die entsprechende Ebene so aus. Also, wenn Sie es vorstellen können, ist gut, wenn nicht, die lehnt irgendwie so dran. Die ist so nach vorne gekippt und die lehnt so an der X3-Achse dran. Also, wie gesagt, die Ebene wird durch das Spurdreieck symbolisiert. Gibt es da Fragen dazu?